So, jetzt machen wir den Wackelpudding, den Wackelpudding, was ich vorhin schon angekündigt habe. Dafür brauchen wir Wackelpudding, Fruchtgelatine, Wasser, also Leitung, Zucker und natürlich auch Wodka. Und für die Kinder machen wir noch welche ohne Wodka, haben wir uns entschieden. Da machen wir dann noch Gummitierchen rein, damit wir dann den Unterschied sehen, was unsere ist und was der ihre ist. Ja. So, jetzt habe ich mir 800 Milliliter Wasser aus der Leitung geholt und fülle das jetzt in den Topf. Da wir drei Tüten für den Wodka-Wackelpudding nehmen, den Wackelpudding-Pulver, brauchen wir pro Tüte 5 Esslöffel, gehäufte Esslöffel Zucker. Das muss ich. Eins. Fünfzehn. So. Das müssen wir jetzt zum Kochen bringen, damit sich der Zucker auch auflösen tut. Dafür tue ich das auf meine Herdplatte. So, jetzt habe ich den Topf auf die Herdplatte gestellt, habe das auf höchste Stufe gestellt und guck mal. Jetzt ist der Zucker natürlich hier drin auf dem Boden und das muss ich natürlich jetzt alles auflösen. Jetzt rühre ich das jetzt mal kurz rum und in der Zwischenzeit machen wir jetzt noch den Kinderwackelpudding vorbereiten. So, da wir den Kinderwackelpudding ohne Wodka machen, brauchen wir also 1500 Milliliter Wasser. Und dann natürlich dasselbe, 15 Esslöffel Zucker. Jetzt das rein. Das müssen wir jetzt natürlich auch im Kochen, das kochende Wasser erhitzen, damit sich der Zucker schön auflöst. Das stelle ich jetzt auch auf die Herdplatte. Stelle sie volle Pulle an. So, jetzt hat das Wasser von dem großen Topf gekocht und jetzt können wir den Wodka reinfüllen. Dabei lasse ich das auf die Herdplatte, weil der Wodka ist ja kalt und der muss ja auch noch ein bisschen warm werden wenigstens. Achso, das ist eine 0,7 Liter Flasche Wodka. Wir nehmen das ist 0,7 Liter Wodka und 0,8 Liter Wasser. Oder? Ja. Ja, okay. So, jetzt mache ich die Herdplatte nochmal kurz an, damit das nochmal schön warm wird. Das kocht auch noch nicht. Ja. So, jetzt ist der Wodka auch erwärmt. Also können wir anfangen, das Zeug hier reinzufüllen. Dafür nehmen wir nun dreimal die Tüten von dem Wackelpudding. Und füllen den hier schön ein. Oh, schön, das ist. Also die Dämpfe von dem Wodka, das ist schon. So, jetzt haben wir drei Dinger drin, das ist natürlich die Hälfte am Besen. Schneebesen. So, und dann füllen wir natürlich noch sofort Gelatine hinzu, damit das Ganze auch fest bleibt. Weil Wackelpudding kennen wir ja, ist ja so eher wackelig. Und da wir ordentliche Würfel haben wollen, die man dann ruhig anfassen kann, im Mund stecken kann, machen wir da sofort Gelatine rein. Da haben wir eigentlich nicht genau wissen, wie viel nun. Da machen wir einfach, haben wir gesagt, machen wir eine halbe Tüte pro Topf. Und ja. Wir werden sehen, wie es denn aussieht. Scheiße, ich muss anders. Klumpen. Ich soll sie da klumpen. Das ist sie. So. Das löst sich noch auf. Ja, na gut. Und dann noch eine halbe Tüte. Ja.
denke. Es klumpt. Ja. Yeah. So, die Klumpen sind jetzt auch weg. Und jetzt muss ich das in die Packung, in die Schalen füllen. Es fangen wir an. Bist du schon besoffen beim Machen, ey. Wir haben übrigens auch solche flachen Schränke genommen, damit das auch schneller hart wird, weil Physik und so ist klar, dass es dann schneller hart wird. So, jetzt muss ich das vorsichtig hier rüberstellen erstmal. Scheiße. Hier rüberstellen. Beginnen wir mit dem Kinderwackelpudding. Dann nehmen wir jetzt das heiß gewordene Wasser mit dem Zucker. Mit Zucker drin und jetzt die nächsten drei Schalen, Tüten. Oder Wackelpudding rein. Das geht nicht. Oh, das ist blöd. Oh mein Gott. Warum? Wieso ist das so scheiße? Und jetzt noch die andere Reihe. Scheiße. Die Kinder, wie kriegen wir doch kein Wackelpudding? Ja, gute Hoffnung, rühren noch ein bisschen, wenn ich muss der Pürierstab ran. Oh, nein.
Na, ja, dann füll es erstmal um. Willst du noch stehen lassen? Ja, aber da wird das fest. Tu es nochmal kurz zum Kochen bringen. Versuch es wert. So, siehe da. Der Schaum ist tatsächlich weggegangen durch das Aufkochen nochmal. Also können wir das jetzt schön in die Soßen ab. So, das Kinderwaffelpudding müssen wir jetzt ein bisschen abkühlen lassen, damit die Gummitierchen nicht gerade drin auflösen. Und den Rest können wir jetzt eigentlich schon im Kühlschrank stellen, damit das fest wird. So, dann machen wir jetzt am besten die Beine. Machen wir jetzt am besten die Decke mit drauf, damit wir auch nichts verschlucken im Kühlschrank, falls da ist. Können wir unseren Kühlschrank wieder aufmachen? Na, aber die Buckel ist sich übelst. Das geht doch wieder zurück. Das ist der Dampf. Das ist sicher. Das ja. Die Dosen hier. Nein. Okay, mal gucken, wie lange es dauert, damit ich schon noch zwischendurch die Gummibärchen rein. Ja, wir räumen jetzt erstmal her. Da wir festgestellt haben, dass das in der großen Dose wahrscheinlich nicht bis heute Abend fertig werden wird, dachten wir, tun es jetzt in unsere Muffinform füllen, mit der Hoffnung, dass es dann schneller auskühlt und fest wird. Meins. Ein rotes. Ich das gerne wäre. Sie haben nächstes Zwillinge. Schnell fertig wird.
Stell es auf den Rauf. Ja, jetzt haben wir jetzt endlich einen Wackelpudding rausgeholt und wir sehen. Zwischendurch eingefroren. Ja, wir hatten ihn vorher zwischendurch eingefroren gehabt und sonst wäre das glaube ich niemals geworden. Und ja, jetzt hat man ihn rausgestellt, haben ihn ein bisschen noch auftauen lassen. Und siehe da, er ist fest geworden. Ja, jetzt haben wir den hier portionieren. Wir haben schon angefangen. Und das kann dann in die Schnapskäse gefüllt werden oder gleich so in der Hand genommen werden. Und ja. Ich denke mir, er kommt gut an, schmeckt gut auf jeden Fall schon mal.